Ich möchte heute Ihnen gerne etwas über das Barfußgehen erzählen. Barfußgehen ist gesund, das wissen wir alle. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr groß drüber diskutieren. Aber eines wird völlig unterschätzt. Barfußgehen macht Spaß. Und es passiert noch etwas in unserem Körper. Wir als Seele, die diesen menschlichen Körper erschaffen hat, sind in diesem Körper, um diesen Körper herum und benutzen diesen Körper. Unser Körper ist unser bester Freund und ist das Sprachrohr, wenn man so will, von der Seele. Unser Körper sagt uns, wie es uns geht, ob wir uns wohlfühlen, ob wir müde sind, ob wir erschöpft sind. Also diese Zusammenarbeit zwischen Körper und Seele und Persönlichkeit ist ja immer unsere große Herausforderung. Wir haben uns natürlich angewöhnt, unser Herz zu öffnen. Wir haben uns angewöhnt, sämtliche Chakras aufzumachen. Wir haben uns sogar angewöhnt, ab und zu durch die Fußsohlen zu atmen. Aber wir sperren unsere Füße ein. Es ist ein bisschen so, als wenn wir immer Skihandschuhe tragen würden. Das heißt, unsere Füße, der Kontakt zur Erde und der Kontakt zur Außenwelt, und zwar zu der unteren. Also unser Körper wird durch das Barfußgehen unten wieder wacher. Er spürt mehr. Als ich anfing, wirklich fast zu 95% barfuß zu gehen, also in manchen Fällen ziehe ich Schuhe an. Ich ziehe dann Schuhe an, zum Beispiel, wenn meine Füße kalt sind, was öfters passiert, wenn ich in ein kaltes Auto einsteige. Jetzt ist es November, also ich mache das jetzt seit 5 Monaten. Und dann, also ich bin kein Masochist. Also wenn mir kalt wird, ziehe ich Schuhe an oder wärme meine Füße. Und das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass wir uns abhärten, dass wir, das halte ich jetzt durch. Das hat nichts damit zu tun, dass wir den Körper wahrnehmen als das, was er ist. Das bedeutet, wir sagen unserem Körper, wie er sich fühlen soll. Und das funktioniert nie, wie wir vielleicht wissen. Und wenn wir es nicht wissen, bald wissen werden. Unser Körper gibt uns Feedback, wie es ihm geht. Und was passiert ist mit den Füßen, wenn wir barfuß gehen, bedeutet es, wir erlauben unserem Fuß wieder frei zu sein. Ich glaube, ein bisschen so ein Gefühl ist es wie früher, wo die Frauen diese engen Corsagen trugen und kaum mehr atmen konnten. Und dann, wie wir die Corsagen abgelegt haben, dieses enge Einschnüren des Oberkörpers, so ähnlich ist es mit den Füßen auch. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich muss mich von meinen kleinen Zehen verabschieden, weil ich mich eigentlich, ich gehe oft barfuß, also zu Hause immer barfuß. Ich bin öfters auf Wiesen, aber halt das Übliche, wie halt Leute so machen am Strand im Sommer, wenn es schön ist auf einer Wiese. Jetzt gehe ich überall barfuß, in der U-Bahn, auf dem Gehweg, auf dem Feld, auf der Wiese, wenn es regnet, wenn es stürmt, wenn die Sonne scheint, egal wie das Wetter ist. Und was passiert, und was ich dachte, was passiert ist, dass ich mir meine kleinen Zehen anhaue, weil ich mir die nämlich in der Wohnung immer früher angehauen habe. Kennen Sie das, wenn Sie so am Stuhlbein so hängen bleiben oder am Türbein so hängen bleiben? Und so ging es mir auch. Was ich gemerkt habe, ist, in dem Moment, wo die Füße frei werden, werden sie wieder sensibilisiert. Also sie beginnen, ihre Welt wieder zu erforschen. Die unsere Hände die Welt wieder erforschen. Und das bedeutet, sie hauen sich nicht mehr an. Ich habe mich in dieser ganzen Zeit nicht ein einziges Mal mehr angehauen, weil meine Füße jetzt wissen, wo sie sind. Im Gegensatz zu vorher, wo sie die meiste Zeit eingesperrt waren und ab und zu halt dann mal frei. Dann braucht es eine Weile, bis sich der Fuß wieder orientieren kann und wieder aufwacht. Und ich habe auch eine ganz interessante Sache gemerkt, dass der Fuß sehr viel beweglicher wird. Also wenn ich auf etwas steige, früher bin ich mit meinem ganzen flachen Fuß auf irgendwas draufgestiegen. Heute ist der Fuß so flexibel, dass er hochgeht, wenn er merkt, da ist was Spitzes. Und was ich auch gemacht habe, ich wollte nicht dauernd auf dem Boden starren müssen. Und ich habe meinem Energiefeld gesagt, du kümmerst dich darum, dass wir hier nirgendwo hin uns irgendwo anhauen. Das ist jetzt keine große, ich muss da jetzt nicht eine halbe Stunde in die Meditation gehen, ich muss da jetzt nicht 28 Kurse belegen, ich muss einfach nur mich einspüren, mich darauf verlassen, dass mein Energiefeld schließlich weiß, was wir wollen und mein Energiefeld auch will, dass wir beschützt sind. Das steigt nämlich auch ungern in irgendwas rein. Und ich sage, du gehst vor mir und du bist um mich herum und du kümmerst dich darum, dass wir nirgendwo reinsteigen. Das funktioniert ganz spannend.
Früher habe ich das auch schon mal gemacht, vor vielen Jahren. Und dann habe ich gemerkt, ich bin wo reingestiegen, wenn ich es nicht geglaubt habe. Wenn ich gedacht habe, oh Gott, ich hoffe, das funktioniert. Zack. Schon war ich wo drin. Also das passiert mir Gott sei Dank jetzt nicht mehr. Ich habe ein bisschen was dazugelernt. Die Füße, und das habe ich mir angewöhnt. Ich habe mir einen Ballengang angewöhnt. Also ich trete nicht mit der Ferse auf. Weil die Ferse, wenn wir mit der Ferse aufsteigen, am lautesten aufprallt. Also die Idee ist, leise zu gehen. Und wenn wir mit dem Ballen auftreten oder selbst mit der Ferse leise, aber es ist trotzdem ein irrsinniger Aufprall, der durch den Körper geht, wenn wir mit dem Ballen auftreten, geht es interessanterweise am Anfang ein bisschen langsamer. Ich habe auch irrsinnig viel Muskelkater gehabt, weil meine Füße das überhaupt nicht gewohnt sind. Und bin, glaube ich, ein bisschen gelaufen wie so ein Storch. Also das war elegant weit entfernt. Also das war so ein stachsiges Rumholpern. Und ich musste bei jedem Schritt dran denken, fange ich jetzt mit dem Ballen an oder gehe ich jetzt mit dem Fuß und was mache ich jetzt da? Also es ist eine Umgewöhnung. Jetzt, wo ich mich umgewöhnt habe, ist es relativ selbstverständlich geworden. Ich korrigiere mich ab und zu oder ich schaue ab und zu mal nach, bin ich noch auf dem Ballen? Und das stimmt. Also vielleicht wollen Sie es mal ausprobieren, je nachdem, zu welcher Jahreszeit Sie das sehen. Es ist spannend, aufzuwachen. Nicht nur aufzuwachen in dem üblichen Sinn des spirituellen Aufwachens, sondern unseren Körper mitzunehmen in dieses Aufwachen. Gestern war ich an der Haltestelle, es war November, es war ziemlich kalt, und ein paar junge Mädchen mit ihrer Mutter standen hinter mir und ich hörte sie flüstern, aber sie haben mich nicht gefragt. Und dann habe ich mich umgedreht in der Ampel und habe sie angeschaut und gegrinst und habe gesagt, wollt ihr wissen, warum ich barfuß gehe? Dann nickten sie so und dann sagte ich ihnen, weil es Spaß macht. Und es macht wirklich Spaß. Und übrigens, die Füße sind nicht kalt, wenn sie bewegt werden. Also wenn man jetzt lange im eiskalten Wind geht, so nach einer Dreiviertelstunde, Stunde, sagen sie auch, jetzt könnte ich mal ein bisschen einen Kaffee vertragen. Aber und ich bin auch noch nirgendwo reingestiegen, außer einmal in eine Glasscherbe in meiner Küche.